Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von City Skylines. Hier mit mir, dem Syndoros. Und ich habe während der Pause ein wenig weitergemacht mit den langweiligen Sachen, die keiner sehen möchte. Ich habe, wenn wir hier mal in den Untergrund gucken, ein wenig aufgeräumt. Ich habe die Autobahn hier nochmal verändert, denn das ging so nicht mit dem großen Autobahnkreuz. Ich habe hier die Autobahn komplett nach unten gelegt, damit wir hier das Gebiet auch frei haben. Ich habe hier hinten die Anbindung geschaffen, das auch nach unten komplett gelegt. Ich habe die Straßen hier alle angeglichen jetzt. Die sind jetzt alle gleich lang. Ich habe immer ein paar Karrees. Wir haben hier unser Industriegebiet, was wir jetzt gleich anlegen werden, damit wir langsam mal wieder Geld bekommen. Denn wir sind unter 1 Million gefallen, was auf Dauer nicht gut geht. Wir warten hier nur noch darauf, dass da der Friedhof komplett leer ist, dieser Friedhof sich geleert hat und dieser Friedhof sich geleert hat. Und das war's. Ne, hier ist auch noch ein Friedhof, der muss ich auch nebenbei leeren. Aber erstmal werden wir jetzt die ganz normalen Straßen ziehen. Wobei ich hier gucken muss, wie sieht das denn hier aus? Dass wir hier irgendwo was drum machen. Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen hier oben auf dem Hügel an. Wobei es wäre einfacher, wenn man das von einer Ecke hier anfängt, ne? So, reißen wir das mal per Hand weg. Während des Pausemodus gibt es jetzt zum Glück keine nervigen Abrissgeräusche. Na, nun komm. Ich habe auch eine neue Mod installiert, wie man hier links unten vielleicht sehen kann. Also installiert habe ich sie ja schon gehabt, hatte ich ja schon gesagt. Ich habe sie bloß halt nicht aktiviert, weil ich da überhaupt nicht dran gedacht habe. Aber Gebäude, die verlassen sind, werden jetzt automatisch abgerissen. Was uns ein wenig Freiraum gibt. Denn wir müssen dann nicht mehr nachgucken. Auf Dauer wäre das nämlich ziemlich stressig geworden. So, und das Ganze hier, wie ich die Straßen ziehe, das seht ihr denn jetzt im Schnelldurchlauf. Weil ich glaube nicht, dass das sonderlich spannend wird. Also, wir sehen uns gleich wieder.
sind wir wieder zurück. Ich habe die Straßen alle schnell fertig gesetzt. Wie ihr vielleicht zwischendurch mal gesehen habt, kann man hier auch durch die komplette Stadt jetzt gucken. Wird nicht mehr lange so sein. Spätestens sobald wir hier wieder alles besiedelt haben, wird sich dieser Blick eintrüben. Aber vorher werden hier noch die Gebiete ausgewiesen. Sobald die Gebiete ausgewiesen sind, mache ich mich dann auch wieder daran, Feuerwehr, Polizei und alles, was wir jetzt hier so weggenommen haben, wieder zurückzusetzen an ihre ursprünglichen Plätze oder zumindest an die Plätze, die mir sinnvoll erscheinen, damit wir eine bestmögliche Abdeckung, so sollte das werden. Damit wir die bestmögliche Abdeckung erreichen, dabei vielleicht auch noch kostensparend rumsitzen und den Güterbahnhof, oder die beiden muss ich dann auch noch neu setzen und dann auch neue Schienen verlegen, weil ich habe alles erstmal weggerissen. Damit wir ein bisschen ins Plus kommen, habe ich die gesamten Schienen und die gesamten Bahnhöfe weggerissen. Da wurde eh nie jemand transportiert. Von daher ist das für mich erstmal total nebensächlich jetzt gewesen, ob wir da so eine Sachen stehen haben oder nicht. Ja, manchmal sah das ein bisschen schief aus beim Straßenbauen eben. Aber ich denke, das ist eigentlich, ist mir relativ gut gelungen. Hier müssen wir noch warten. So, das ist alles Industrie. Dann kommt hier als Puffer wieder dünn besiedeltes Gewerbegebiet hin. Hier sieht man das sehr gut, dass das ein bisschen schräg ist, weil es hier immer breiter wird. Aber da kann ich nicht mehr viel machen. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist zumindest nicht mehr so kreuz und quer, wie es vorher war. Und ich hoffe, wir kriegen damit den Verkehr in den Griff, als auch eine höhere Bevölkerungszahl, weil wir hier effektiver die Gebiete anlegen können. Sollte ich natürlich merken, dass hier das gering besiedelte Gewerbegebiet überhaupt keinen Sinn ergibt, lege ich da natürlich dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Aber ich denke, dass beide Gebiete gebraucht werden, sowohl dicht besiedeltes als auch dünn besiedeltes. Bei den Einwohnern nicht, das kostet mich einfach zu viel Einwohner. Aber hier denke ich, wäre es schlimmer, wenn wir direkt dicht besiedeltes Gewerbegebiet neben das Industriegebiet setzen. Und dass die dann alle anfangen hier rumzujaulen. Das war zu viel. Geht dann auch genau ran bis hier, damit ich da die großen Straßen als Abgrenzung habe. Und dann auch die Gebiete einteilen kann, mal mit dem Stadtteil-Tool. Überschreiben kann man immer noch nicht. Wäre auch mal eine schöne Verbesserung. Also müssen wir das jetzt erst wieder löschen. Was wir hier zu viel gemacht haben. Ja, die Häuser da hinten werde ich so stehen lassen, die stören ja nicht. Sie bringen noch Einwohner. Wenn ich denn alle erwische hier. Gut. Ja, hier ist eine kleine Pufferzone. Und hier kommen dann Einwohner hin. Ganz, ganz viele.
Denn wir wollen ja eigentlich über die 300.000 drüber. So, ich mache hier erstmal Wohnhäuser hin. Aber das wird nachher, hier werden die ganzen Serviceleistungen reinkommen. Weil ich hier genug Platz habe, um halt auch mal so ein größeres Gebäude unterzubringen. Wie hier Modern Art, ein Stadion. Und die helfen ja beiden. Sowohl Gewerbe als auch Wohnhäusern. Jetzt müsste es doch aber schneller gehen, wenn ich es hier mitmache, ne? Weil es ist ja alles so weit gerade. Passt auch. Gut. So, dann haben wir eine Pufferzone gehabt. Hier hinten kommt irgendwo die Autobahn raus. Deswegen gibt es hier dann Arbeit wieder. Soweit. Hier in der Mitte wird weiterhin gewohnt. Daran sieht man, wie schief die Karte an sich eigentlich ist. Wenn man hier was langziehen will. Und das Ganze aber nicht funktioniert. So, das bleibt erstmal grün. Weil ich hier noch nichts ändern will. Da wir hier Autobahnausfahrten hinmachen werden, kann hier dann auch wieder ein Gewerbegebiet angeschlossen werden. Wobei das hier hinkommen wird. Aber erstmal haben wir hier keine Probleme. Die Straßen passen nämlich nicht so, wie sie sollten. Und ich kann die jetzt alle wieder wegreißen. Das war ja wieder richtig clever. Muss ich mal gucken, dass die auch gerade aussehen von anderen Straßen aus. Weil dann sind sie meistens auch gerade. So, das wird komplett saniert. Da hat man es gerade ganz gesehen, dass die Straße hinten einen Knick gemacht hat. Jetzt macht sie den nicht mehr. Oder sie macht den zumindest in die richtige Richtung. Der Ort ist bereits durch eine U-Bahn belegt. Ich dann irgendwann mal neu ziehen muss. Erstmal stimmt das hier so. Wo würdest du ankommen? Genau hier. Dann nehmen wir das doch auch als Grund. Ob das genau passt, weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall schon mal wieder irgendwas schief, weil hier geht's auseinander. Immer breiter. Weil da die Straßen alle gleich gezogen sind, liegt das
an Höhenunterschieden oder an der Karte selbst. Würde ich jetzt mal so vermuten. So, das wird ein neues Wohnviertel. Genauso wie das. Ich werde jetzt nicht mehr den Fehler machen, das zu vermischen mit Wohn- und Gewerbe. Es wird entweder Wohn- oder Gewerbe. Wenn mir gerade einfällt, den Fehler kann ich hier sogar gerade beheben. Denn dieses Gewerbegebiet hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Und deswegen löse ich es jetzt ganz auf. Wohnhäuser sind hier nämlich viel besser angesiedelt. Passt überall. Gut, du bist auch noch. Das hier wird noch umgestaltet, aber erstmal kommt da Bürofläche hin. Denn das ganze System mit Hauptbahnhof funktioniert ja anscheinend nicht richtig. Hier das Gewerbegebiet muss weg. Eigentlich muss das ganze Gebiet hier aufgelöst werden. Es ist nämlich noch nicht konform mit dem, was wir hier machen wollen. Was aber gerade noch egal ist, weil ich erstmal wieder die Stadt am Laufen haben möchte, um zu gucken, ob die Änderungen sich auch wirklich darauf auswirken. So wie geplant. Oder ob da alles den Bach runtergeht. Deswegen bleibt das hier auch erstmal leer. Das haben wir ja von hier nach da gezogen. Das Gewerbegebiet könnte zu klein werden. Und wo ich so drüber nachdenke, das ist viel zu viel kleines Gewerbe. Ich muss auch bald wieder mal. Wobei, so weit sind wir noch nicht, Alter. Eigentlich wollte ich heute noch rausgehen. Wir haben ja hier wunderschöne Temperaturen. Da könnte man eigentlich noch mal ein wenig baden. Oder schwimmen gehen. Vielleicht sucht man sich ja irgendwo eine Brücke und springt von der ins Wasser. Aber ich muss ein bisschen voraufnehmen. Ich muss nämlich bald wieder nach Hamburg. Für eine Woche. Und da kann ich dummerweise nicht aufnehmen. So, hier kommt noch mehr Gewerbe hin. Ist ja eh der Plan für das Viertel hier. Also soll ich das da auch entwickeln. Gut, dann würde ich sagen, Wasser ist ja überall gewesen. Strom. Es gibt Kabel, die einmal durchgehen. Versuchen wir das Ganze hier auch nochmal durchgängig hinzukriegen. Und dann kann sich hier anhand dieser Linie, können sich dann die Gebäude jetzt bilden. Die stehen alle an welche Straßen. Das heißt, erstmal haben wir alles.
Ja, es gibt natürlich kleine Stromprobleme. Hier wird nochmal kurz überprüft, dass auch wirklich die Gebiete so sind, wie ich sie ausgewiesen habe. Und nicht einfach plötzlich was anderes hier entsteht. So, jetzt machen wir auch mal auf Dreiergeschwindigkeit. Weil jetzt ist es ja eigentlich nur warten. Und da legen die Müllwagen schon los. Hier werden noch die Ampeln ausgestellt. Hier auch. Notverkauf. Ich will aber meine Stadt nicht notverkaufen. Fünfundachtzigtausend minus. Und 177 Einwohner schwinden. Die Steuern sind okay. Budget Kranken kann mal runtergeschoben werden. Einnahmen haben wir gerade nicht durch die U-Bahn, die kann auch komplett weg. Das ist eigentlich vollkommen Latte, wo das Budget steht bei der U-Bahn anscheinend. Achso, ne, ich habe ja gerade nicht Play gemacht. Wir nehmen uns den 200.000er Kredit mal kurz. Bücher können weg. Durch Richtlinien geben wir eh gerade nicht allzu viel Geld aus. Aber 80% Strom auf 80 runterfahren. Wasser wird runtergefahren. Wir fahren alles auf 80 runter. Naja, oder auf weniger. Schiff, U-Bahn. Alles auf 50.